Es ist mir eine große Freude, Sie hier in meiner Praxis begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Laszlo Kovács, ich bin Facharzt für Chirurgie, für plastische Chirurgie. Und ich arbeite in diesem Gebiet seit über 20 Jahren. Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an den Anfängen meiner Karriere, wo ich vor jeder Operation ziemlich aufgeregt war, wo die Operation was ganz Besonderes von mir war. Ich kann auch nach 20 Jahren behaupten, dieser Besonderheit einer einzelnen Operation ist nicht verloren gegangen. Es ist immer noch was ganz Interessantes, was Besonderes für mich. Durch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ich glaube, jetzt kann ich viel mehr und viel intensiver auf Ihre persönlichen Wünsche eingehen. Das Interessante an der Arbeit ist, dass jeder einzelne Patient ein Unikat ist. Und man muss ganz bestimmte Lösungen erarbeiten, um das bestimmte Problem des Einzelnen zu lösen. Das ist das, was mir Spaß macht. Herr Professor ist ein ganz lieber Arzt, bei dem man sich wirklich von Anfang an einfach wohlfühlt, sehr gut beraten fühlt, auch auf einen persönlich einfach sehr gut eingeht. Ich habe mich wirklich total gut aufgehoben, beraten hier gefühlt. Das Wichtigste für mein Beratungsgespräch sind Sie. Ich muss verstehen, was Sie sich wünschen, was Ihr Anliegen ist, und aus diesem Grund nehme ich mich sehr, sehr gerne Zeit für Sie. Es ist sehr wichtig, dass ich Ihnen zuhöre, dass ich ganz genau weiß, welche Wünsche Sie haben. Wenn ich Ihre Wünsche richtig verstehen kann und das kombiniert mit meiner bisherigen Erfahrung, da bin ich sehr sicher, dass wir eine vernünftige gemeinsame Lösung für Ihr Anliegen finden können. Der Herr Professor ist ein sehr offener Mensch. Man fühlt sich direkt willkommen und man hat auch kein Schamgefühl. Also ich habe auch nicht gezögert. Soll ich mich jetzt ausziehen? Soll ich mich nicht ausziehen? Und er gibt einem wirklich ein Gefühl, verstanden zu werden. Ich vertraue dem Herr Dr. Professor sehr. Man kann mit ihm wirklich reden, wenn man Sorgen hat. Er beruhigt einen wirklich und er ist sehr professionell. Er weiß, was er macht. Er hat zu mir sogar gesagt, er könnte nichts anderes machen. Das ist für ihn sein Beruf. Und das merkt man auch. Man fühlt sich immer gut aufgehoben. Man fühlt sich nicht bei ihm verurteilt. Man fühlt sich wirklich akzeptiert und verstanden. Ich möchte den Patienten das Gefühl vermitteln, dass sie hier sicher aufgehoben sind, dass wir keine gemeinsamen Abenteuer eingehen, sondern das, was wir gemeinsam machen werden, ist es gut geplant und aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse durchgeführt.